Hallöchen und willkommen zurück. Als wir im letzten Part wohl die Treppe geöffnet haben, wollen wir gleich mal schauen, was sich da oben so verbirgt in der Galerie. Ich muss jetzt aber auch noch zugeben, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich... abgeschlossene Aufgabe. Untersuche den ersten Stock. Ja, also, was ich schon sagen wollte, neue Aufgabe. Finde heraus, was sich dahinter verbirgt. Wohinter? Okay, startet wahrscheinlich gleich wieder eine Videosequenz. Also, was ich noch sagen wollte, ist halt, ich habe jetzt so schon. Müsste, glaube ich, knapp eine Woche sein, nicht mehr weitergemacht. Also deswegen, gebt bitte ein bisschen drauf Acht. So. Beängstigend, aber der Geist wird mich nicht aufhalten. Was sich dahinter verbirgt, hinter dem Vorhang wohl, hä? Was für wunderschöne Vorhänge, aber sie sind so schwer. Bestimmt befindet sich etwas darunter. So, was haben wir denn noch hier? Was, das wir nicht loskriegen? Da fehlt irgendwas. Diese Statue trug einmal eine Krone. Ich sollte danach suchen. Der arme Vogel hat seinen Schnabel verloren, aber ich glaube, ich habe ihn irgendwo gesehen. Habe ich den irgendwo? Nur wo? So, hier an dem Vorhang können wir nichts weitermachen. Die Tür. Was ist das? Ich muss nur den Griff finden. Welchen Griff? Was für ein Griff passt denn hier rein? Das Ding muss ich doch vorher abschrauben, oder nicht? So, was haben wir denn hier? So viel Staub, ich kann kaum etwas erkennen. Auch da unten. Hatten wir nicht. Ja. Seht da, geht doch. So, was haben wir denn? Da ist etwas unter dem Bild. Ich muss es entfernen. Ein Bild unter dem Bild, wie es aussieht, hä? Ein bisschen rote Farbe. Das ist eine interessante Aussparung. Dafür brauche ich etwas Passendes. Das sieht aber sehr komisch aus hier. Haben sie wohl nicht so gut gearbeitet. Unter dem Teppich ist auch noch irgendwas. Können wir vielleicht? Nee, können wir natürlich nicht. Oh. Na gut, Teppich zur Seite geht natürlich auch. Ich glaube, ich kann die Luke irgendwie öffnen. Irgendwie geht immer alles zu öffnen. Nur wie ist dann meist die Frage? Schrauben entfernen, ne? Trotzdem komme ich nicht weiter. Naja, Hauptsache, wir haben schon mal die Schrauben los. Oh, das Blatt kenne ich doch. Ein gemeines Pack hier. Das ist doch ein gemeines Pack. Hier ist ein Schlüsselloch und ich brauche einen Schlüssel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das da unten ist eine Schleife, da kommen wir so nicht bei. Oh, ein Kamelenobjekt. Nummer
Nummer 21 von was weiß ich wie viel. Den Glasschneider müssen wir auch noch irgendwo, irgendwie. Metall? Ich wollte schon sagen, also wenn das jetzt so passt. Das sieht mir doch nicht aus wie eine Metallstange. Das sieht mir doch eher aus wie so ein Stemmeisen. Also manchmal. So, mal gucken, was. Ach so, was unser Notizbuch sagt. Unser tolles Tagebüchlein habe ich ja schon wieder völlig vergessen hier. Das hatten wir schon gehabt. Hatten wir das schon vorgelesen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Also, dank der Seiten aus Catherines Tagebuch kommt langsam Licht ins Dunkel. Edward war Catherines Großvater. Diesen Notizen nach zu urteilen, konnte Charles' Frau nicht schwanger werden. Charles brachte Edward eines Tages mit nach Hause und gab ihn als seinen Sohn an. Niemand wagte es, den Status des unehelichen Sohnes anzufechten. Na gut, Entschuldigung, dass ich das jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal durchlese, aber ich bin halt jetzt ein bisschen aus. Ja, ein bisschen raus bin ich hier. Da oben muss noch irgendwas zu erledigen sein, da unten genauso. Mal gucken. Meistens finde ich an den anderen Orten ja noch irgendwas. Was war hier denn noch? Ach so, das Blümchen war ja da. Das wollte aber. Jetzt hat es doch abgeschnitten. Ich habe gedacht, der. Die Gute hier wollte. Das umtopfen. War jetzt wohl doch eher anderer Meinung. Weil es hier wohl langsam nicht mehr vorangeht. Und dann gehen wir mal hier runter. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Irgendein Kreuz. Warte mal, eine Metallstange. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Glasschneiderteil. Geschmiedetes Muster. Okay. Glasschneiderbasis, ein Glasschneiderteil. So, jetzt fehlt ja uns. Ich weiß nicht, was fehlt. Ein Gullideckelring wird hier nicht passen, ne? Gut. Was ist mit dem Blümchen hier? Achso, dem hatten die Blüten gefehlt. Was ist jetzt hiermit? Wir werden langsam fündig. So, den würde ich mal schätzen, kommt auch mit hier rein. Und wir haben unseren Glasschneider komplett. Das ist ja auch mal. Ist auch mal was Schönes. Achso, hier haben wir. Keine Ahnung, was wir hier brauchen. Irgendwas zum Aufheben. Hebeln oder? Ich weiß es nicht. So. Hier unten soll immer noch was sein. Glasschneider. Gehen wir doch gleich mal hier hoch, wo es Glas war. Da haben wir gleich unsere zwei weiteren Blüten. Das Blatt haben wir dabei. Das ist doch alles in Ordnung, wenn ich den Glasschneider nur finde. Und siehe da. Wir sind auch schon durch. Auf diesem schicken Kästchen fehlt etwas. Mal schauen, wo wir das finden. So, haben wir nochmal zwei Blüten für unsere Metallblume. Und kommen hier nicht mehr raus. Doch, da oben, gut. Gehen wir wieder hier hoch, gehen wir hinten an die Tür und öffnen uns mal das Türchen.
Mal schauen, was sich jetzt im Gästezimmer verbirgt. Abgeschlossene Aufgabe. Finde heraus, was sich dahinter verbirgt. Okay. Neue Aufgabe. Gelange durch die Geheimtür in der Galerie. Geheimtür. So, also hier sehe ich schon mal eine Statuette. Alex Maxwell. Alex war ein Spieler und brachte die Familie fast in den Schuldenturm. Die Geburt seiner Tochter half ihm dabei, seine Gepflogenheiten zu überdenken. Ist ja auch mal nicht schlecht. Irgendwie ein Kamelenobjekt. Irgendwo. Irgendwo, irgendwie. Ich bin immer gern auf der Suche. Das lässt auch langsam nach. So wie ich die finde. Was sucht denn hier eine Taube? Oh. Kamelienobjekt. 22. Auch nicht schlecht. Gewinn. Hä? Was soll ich hier machen? Was fehlt hier? Soll ich den Stecker in die Steckdose stecken oder was? Ach, der Hamster muss im Hamsterrad laufen. Wie kriege ich den jetzt da rein? Der Hamster rennt nicht einfach, nur weil ich das so möchte. Vielleicht möchte er ja ein Leckerli. Bisschen Farbe gefällig? Passt er hier zu den roten Steckdosen, ne? Was haben wir denn noch Schönes? Irgendwas, nur was? Ah, Gardinenkordel, okay. Oder eine Quaste? Das hört sich irgendwie fast so an wie... Quaste, Quaste? Ja, ist eher so eine Mörtelart. Ach so, der soll auf seiner Flöte spielen. Die Flöte habe ich nur leider nicht mit dabei, wie es aussieht. Da muss ich ihn leider entschuldigen. Das muss ich wohl erstmal sauber machen. Dieses Glas Farbe klebt fest. Ich brauche Lösemittel, um es zu entfernen. Nur habe ich leider keine dabei. Der Drache ist fixiert. Was für eine niedliche Statue. Sie sieht fast wie ein Musiker aus. Laut eingeritzter Malerung da unten müssen wir wohl noch irgendwas, eine Flöte finden. Was haben wir denn noch Schönes hier? Oh. Sieht ja lustig aus. Nur habe ich keine... Oh. Jetzt verstehe ich. Ich hatte etwas dafür. Hä? Hierfür jetzt? Ich kann nicht mit meinen Fingern malen. Jedermann braucht etwas Farbe in seinem Leben. Puppen sind davon nicht ausgeschlossen. Ich hätte etwas dafür, ja, ich weiß. Schraubt mal fleißig, schraubt mal fleißig. Oh, was haben wir denn hier? Die letzten beiden Teile, würde ich mal sagen. So, und wir haben die mechanische Uhr komplett. Ob das jetzt auch reicht, gucken wir erstmal hier drüben. Das Becken ist unvollständig. Ich will das Rad rausholen und setze... Hä? Da fehlt so ein Flügel oder was das da ist, ne? Ah, kann man nochmal genauer gucken. Auch gut. So, krieg ich das auf? Ich glaube, in dem Becken ist etwas, aber es ist blockiert.
Das hier drüben kriegt man auch nicht. Der Griff ohne Haken ist nutzlos. Willst du jetzt einen Gullideckel-Ring drauf machen oder was? So, hier drinnen war jetzt, glaube ich, nichts mehr. Hier war jetzt soweit auch nichts mehr. Gehen wir erstmal zur mechanischen Blume, da weiß ich wenigstens, was ich machen soll. So, und sie läuft sogar. Sieht ja lustig aus. Und wir haben eine Perle erhalten. Ist doch auch nicht schlecht. Wofür brauche ich das geschmiedete Muster? Wofür brauche ich überhaupt das ganze Zeug noch? Für irgendwas wird es schon zu gebrauchen sein. So, gucken wir mal. Was haben wir denn noch Schönes? Noch was hier unten? Also manchmal, ich glaube wirklich, der zeigt hier irgendetwas an, aber es stimmt nicht so ganz. Zum Beispiel, was soll ich denn hier unten jetzt noch machen? Das ist zu schwer für mich, einfach alles zur Seite zu schieben. Ich brauche eventuell eine etwas radikalere Methode, um den Weg frei zu machen. Ich kann Glasschneider dagegen schmeißen, ja? Glasschneider. Hinten komme ich nicht mehr bei, hier vorne ist doch... Ist sonst noch was außer der Schnabel? In den Dornen glitzert etwas. Komme ich dort heran? Ja. Gullideckelring will er auch nicht. Die Quaste will er auch nicht. Ich hab den Schnabel da, aber ich komme nicht ran. Das ist doch zum Mäusemelken. Schmeiß die Perle rüber, mal gucken. Perle ins Loch. Ich bin... wie üblich überfragt. Der Riegel ist uralt. Es wird nicht einfach werden, ihn zu öffnen. Wie kriege ich den denn jetzt noch auf? Mit Schrauben ging ja auch nicht, so viel ich weiß. Ich bin hier echt überfragt. Also was hier unten angehen soll, bin ich wirklich überfragt. Da weiß ich rein gar nicht weiter. Sonst hatte ich hier doch jetzt auch nicht mehr. Catherine ist in diesem Turm gefangen. Vergangenheit oder Gegenwart. Ich muss ihr helfen. Ja. Helfen ist gut. Nur wie? Hier soll auch noch was sein. Ich habe keinen Plan, was? Da kann ich nur nach oben. Da kann ich auch nur nach oben. Da drüben ist nichts mehr. Das Einzige, was ich hier jetzt noch habe, ist das hier hinten, oder nicht? Achso, den Reiter habe ich der Kutsche schon aufgemacht gehabt. Okay. Geschmiedetes Muster hätte ja passen können. Ich bin überfragt, merkt man das? Bestimmt befindet sich da etwas. Klar, das geht auf immer wieder. Habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass das funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie ich an den Schnabel und so rankommen soll. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Vogel haben wir zum Beispiel, eine Libelle. Irgendwas brauchen wir doch davon bestimmt. Oh, Papagei. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den Papagei brauchen, weil der animiert war. Aber naja. So, Flöte, Perlen, Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Da ist eine Hofdame. So, Perlen. Erinnert mich eigentlich nur an eine Perlenkette.
Das sieht mir eher aus wie Trauben, hä? Perlen, Perlen, Perlen. Da oben die Perlenkette. Flöte. Die werden wir ihm da hinten wahrscheinlich bald geben, aber das sah mir nicht aus wie eine Querflöte, was er da eigentlich halten sollte. Die Libelle, das Horn, ein Schädel. Das ist kein. Das sind die Schädel, okay. Ein Fächer, Teekanne und ein Anhänger. Fächer. Der fächert mal wieder fröhlich durch die Gegend, ne? Teekanne haben wir hier unten, den Anhänger. Der war mal, ja, der hing mal wieder rum, ne? An dem Typen dran. Soll das ein bestimmter sein? Hut, was fehlt da? Hier befanden sich einmal zwei Federn, aber nun ist hier nur noch eine. Woher willst du denn wissen, dass da zwei Federn waren? Und ein Ballerinaschuh. Der Freund des Schuhs fehlt. Ich sollte danach suchen. Ja, und wir haben unsere Flöte erhalten. Beweisführung, was geht denn da ab? Was haben die für Bilder eingefügt? Das wird ja marbadiger. So, dann geben wir die Flöte doch gleich mal unserem guten Flöterich hier. Der grüne Farbe unter seinem Hut versteckt hat. Schade. Bringt nichts, bringt nichts. Gut, dann wissen wir schon mal, dass das nichts bringt. Das bringt leider auch nichts. Und... das bringt auch nichts. Leckerlis, der will Leckerlis haben. Wie bringen wir dem Leckerlis? Mach die Farbe doch mal hier drauf. Es ist ganz irritierend, dass du das Zeug die ganze Zeit bei dir trägst. Grün muss da oben hin. Los, mach. Hört einfach nicht. Bei dem Haken. Ach ja, stimmt ja. Da fehlt der Haken, ne? Und mit dem Stock mit Haken kommen wir dann da hinten an das gute Stück dran. Aber ich weiß nicht, warum das Rad hier nicht aufgenommen wird. Und wo soll ich dafür einen Haken finden? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bestechen lässt sich leider auch nicht. Schade. Ich hab keinen Plan. Ich hab echt keinen Plan. Aber sowas von kein Plan. Da soll was sein, da soll was sein, da soll was sein. Ich weiß nicht, was ich da irgendwo noch machen soll. Geht das hier auf? Nee, geht das hier auf? Nee. Geht das hier auf? Nee. Das hier auch nicht. Was soll denn da rein? Ja, ich kann die Luke irgendwie öffnen. Ja, schön. Ah, dafür war der Ring. Ich habe gedacht, das wäre ein kompletter Gullideckelring. Wäre ja auch nicht verwunderlich gewesen. So, wir haben Messer erhalten. Wofür brauchen wir jetzt dieses Messer? Das Spiel ist ein einziges Rätsel, muss ich jedes Mal zugeben. Ein Messer. Wir haben noch nicht mal einen Türgriff erhalten. Wir haben nichts. Was ich jetzt hier sehenswert gebrauchen könnte. Oh. Machen wir mal das schöne Bild kaputt.
Alter, warum habe ich jetzt gerade Gänsehaut bekommen? Was steht da? Ihr habt mich aus der Familie verbannt, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Meine Rache wird euch heimsuchen. Gott, nee. My parents never spoke about my grandfather. From what I've heard, he was driven out for doing something horrible. No one has seen him since. Also, ich weiß wirklich nicht. Wenn ich von so einem Bild schon Gänsehaut bekomme, wie soll denn das noch weitergehen? So, was haben wir denn jetzt erhalten? Ein Drachenauge, okay. Ist es doch. Oh, kommt ja gerade Schlag auf Schlag. This pendant once belonged to my grandmother, Edward's wife. But one morning, I found it beside my bed. I knew it was from him. So, und wir haben jetzt sowohl wieder mal das Tagebuch vergessen zu lesen. Der verlorene Anhänger wurde überraschenderweise an die Maxwells zurückgegeben. Und wir haben einen Farblöffel. Kann man nicht benutzen, schade. So, dann gucken wir doch gleich mal im tollen Tagebuch nach, was ich schon wieder vernachlässige. Gut, okay. Ein Bild Edwards mit der Beschriftung: Ihr habt mich aus der Familie verbannt, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich schwöre, dass euch und eure Nachkommen meine Rache treffen wird. Was wohl nicht so da drauf stand, weil der Text war um einiges kürzer. Das ist ein wichtiger Hinweis. Der verlorene Anhänger wurde zurückgegeben. Das sind gute Nachrichten, aber ich kann die Gravur nicht vergessen. An Catherine von Edward. Dies beweist zusätzlich die Präsenz des Geistes. Ist das jetzt wirklich nur ein Geist oder steckt da noch mehr dahinter? Mal kurz bei den Sammelobjekten gucken, ob da wieder was Neues dabei ist. Leider fehlt noch eine Statuette. Dann könnten wir auch schon das nächste nachprüfen. Aber ich würde mal sagen, zwei weitere Beweislagen sind doch schon mal nicht schlecht. Also werde ich mich jetzt wieder mal fürs Erste verabschieden. Und ich wünsche euch dann mal nach wie vor einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Euer Davilu und tschüss.